Ach lol. Ey. Hauptsache, ich probiere es erstmal stundenlang, ne? Hauptsache, ich probiere es stundenlang mit wachsender Begeisterung. Können wir mal hier an den Hebel drücken. Was hältst du denn davon? Die bleibt jetzt auch bestimmt offen. Ja, Vogel, Alter. Oder auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt Darksiders. In der 48. Folge mittlerweile. Und wir haben nicht nur 48 Folgen intus, sondern auch schon über 16 Stunden Spielzeit. Also knapp 16 Stunden. Huch. Immer mit der Ruhe hier, junger Mann. 16 Stunden, das ist schon echt nicht verkehrt. Das ist schon... Oh, was ist denn hier los? Kann ich eine Abkürzung nehmen? Ist ja geil. 16 Stunden ist schon nicht gerade wenig. Aber das Spiel macht immer mehr Laune. Auch wenn es teilweise ein wenig nervig ist. So wie mit den Portalen. Also am Anfang fand ich die Portal-Idee ziemlich cool, aber wenn du halt da durch musst, ist das ja nicht mal ganz so cool. Da ist teilweise, ja, das ist ein bisschen zu empfindlich. So mit dem Strahl macht es aber auf jeden Fall Bock. Und die Hauptstory, also, oder die Grundgeschichte, die Hintergrundgeschichte, ist ja schon ein bisschen geklärt. Ich finde, übertreiben sie es aber, oder? Mal ganz ehrlich. Also, boah. Jetzt übertreiben sie es richtig. Mit den Dingern. So, der geht rum. Okay. Wie, das war's schon? Oh. Wow. Na Mensch, ein Glück. Also, boah. Big aber. Kommt jetzt hier nicht langsam mal ein Boss oder sowas? Ne, sieht nicht so aus. Schade. So. Ja. Ja, nee, was ich sagen wollte. Also ich finde, die übertreiben das hier mit den Portalen und so. Ist ein bisschen... Genau das meine ich. Genau das meine ich. Also ich freue mich schon tierisch auf Darksiders 2 und ich hoffe, dass sie da so eine Scheiße nicht machen. Ansonsten raste ich aus. So. Bin jetzt ein wenig verwirrt, ehrlich gesagt. Ach so. Jetzt. Ha! Ja. Ich war jetzt ein wenig perplex. Ich eile. Bin ich jetzt im richtigen? Nee. So, ich sehe mich im Hintergrund. Hallo. So. Das Fernsehprogramm hier war auch schon mal besser. So. Hier ist der Strahl aufgeladen, dann können wir jetzt hier weiter. Oh.
Das da oben ist aber wirklich interessant. Okay, der dreht sich einfach nur so lang. Okay. Achso, der hat ja auch zwei. Okay. Ach, ich habe außerdem den Knopf losgelassen. Ja, es ist. So langsam stelle ich mich aber wirklich ein wenig bescheiden an. Halt doch einfach mal den Knopf gedrückt. Das ist nicht so schwer, Kollege. Das ist alles andere als schwer, wa? So. Ich guck mal hier, was haben wir denn hier? Ne, falscher Knopf. Wieder ein Portal. Und wieder ein Portal. So, sind wir hier. Ist ja auch nicht schlecht, wa? So, zack. Haben wir hier ein kleines süßes Portal. Da haben wir noch keins. Da können wir noch nichts machen. Das heißt, ich muss jetzt den Weg zurück, um wieder ein normales Portal zu bauen, damit ich jetzt da hochgeschleudert werde. Ungefähr so. Und wir haben ein Artefakt Meister. Das ist ja quasi ein Traum. So, nichtsdestotrotz geht es in dieser Folge darum, mal endlich ein bisschen weiterzukommen. Dann machen wir das so. Und so. Und drücken da auf den Knopf. Und dann geht's weiter. Was? Oder auch nicht. Muss ich überhaupt hin mit dem Strahl? Mal so blöd gefragt. Ah, verstehe. Okay, okay. Nee, dann muss ich ja hier hin. Okay. So, dann machen wir mal schnell hier an. So, links, links. Was? Ah, verstehe. Okay, der linke, der rechte wird aktiviert. Dann müssen wir, glaube ich, nur den Link aktivieren. Hä? Ich bin verwirrt. Aha. Oh, wie schnell der ist. Kann ich doch noch den Link aktivieren, ne? Ja, ja, ist nur der linke, Alter. Der ist aber, ne? Der ist ja schön. Boah, Junge! Pass auf, ich hab eine Idee. What the fuck? Geht von links nach rechts nicht? Doch. Aber wieso macht der das nicht? Okay. Der lässt sich also nicht verarschen. Zack. Mal sehen, wie lange. Okay. Der hält sich auch nicht lange. Ich habe auch kein Chrono oder sowas.
Boah, ist krank. Das ist echt krank. Boah. Wie soll ich denn das denn schaffen? Wollt ihr mich veräppeln? Nein. Wollte gerade einen schlechten Witz machen und hätte aber fast verkackt. Wollt ihr mich veräppeln? Nein, iPhone. Ist ja Apple. Oh. Hätte das auch noch vergeigt. Ach lol. Ey. Hauptsache, ich probier's erstmal stundenlang, ne? Hauptsache, ich probier's stundenlang mit wachsender Begeisterung. Können wir mal hier an den Hebel drücken? Was hältst du denn davon? Die bleibt jetzt bestimmt offen. Ja, Vogel, Alter. Oder auch nicht. Schade. Ihr wollt doch nicht wirklich, dass ich jetzt hier die ganze Zeit stehe und... Ja, das ist krank. Wie soll ich denn das packen? Also, eine Chronosphäre wäre jetzt schön. Nur mal so am Rande. Ja, mit einer Chronosphäre könnte ich mich jetzt richtig geil anfreunden. Die fände ich dufte, das finde ich klasse. Ich nicht. Also ich werde schon besser davon abgesehen, aber trotzdem. Dazu kommt er mir noch ein bisschen hoch vor, ehrlich gesagt, aber das ist eine andere Geschichte. Warte mal, wozu ist dieser Strahl eigentlich gut? Von da hinten kommen wir ja. Der Strahl bringt ja hier nichts. Oder leitet er den vielleicht um oder so? Nee. Muss ich nochmal nachschauen, hier, wofür der hier gut war. Alter. Hey, jetzt wird die Chronosphäre gut. Seriously. Boah, ey, echt. Alter. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal euch selber einfach nur in die Fresse schlagen könntet? Ich meine, ich hatte schon die richtige Idee gehabt, aber anstatt mich mal so richtig in den Raum umzugucken, nein. Da spiele ich wie so ein alter Hase und versuch's einfach 18 Mal. Pro Minute. Witzig wäre es gewesen, wenn es da trotzdem geklappt hätte. Ohne Chronosphäre. Das wäre geil gewesen. So. Bei aller Liebe und bei allem Respekt, aber ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen Teleporter und diese ganzen Strahlen. Ich finde, jetzt haben sie es ein bisschen übertrieben. Also jetzt ist gut. Das ist wirklich... Hat am Anfang viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Rätsel sind auch schön knifflig und schön knackig, gar keine Frage, aber... Auf die Dauer gesehen ist es dann doch ein bisschen fad und vor allem auch anstrengend, wie ich finde. Wäre jetzt ein Traum, wenn wir es lassen könnten. So.
So, ich nehme mal an, er sieht es genauso. Ach so. Jetzt muss ich erst mal gucken hier, wo es hier runter geht, beziehungsweise wo das, ja, wo ist er denn, der Teleporter, wo ist er denn? Mein letzter Strahl, da bin ich frei. Ja, da kriegst du ihn. Und bitteschön. Ups. Dein Ernst jetzt? So, und hiermit befreien wir ihn und sind gespannt, wie es weitergeht. Ah, okay. Jetzt habe ich kurz Angst gehabt, dass ich den falschen erwischt habe. Als hättest du deinen Zweck erfüllt, Azrael. Und wie willst du den Turm verlassen, nachdem Straga erledigt ist? Straga und der Turm sind eins. Selbst wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, wirst du ohne mich gefangen sein. Wir brauchen ihn. Bete, dass der Reiter nicht lebendig zurückkehrt. Wir haben es geschafft, endlich sind alle Portale vorbei und auch alle Strahlen sind hoffentlich endlich fertig umgeleitet. Und jetzt klingt es so, als ob wir Straga entgegentreten können. Ihr seht jetzt schon die Vorschau in der Endcard. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet in diesem Augenblick. Das werden wir herausfinden. Wir sehen das gemeinsam und wir erleben es gemeinsam in der nächsten Folge von Let's Play Darksiders. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, tschüss, bis dann.